Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem weiteren SBB auf meinem Kanal. Heute passiert es. Cristiano Ronaldo ist als 12. Mann ins Team of the Year gekommen. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass er kommt, aber EA hat es wirklich getan. 15 Millionen Coins kostet der Mann, er ist extinct und man musste ihn snipen. Aber wir haben ihn am Start, denn mit dabei ist ein reicher Mann. Was geht ab, Tabak? Freunde, der arme Mann hat Jude Bellingham Toti. Ich habe Messi, ich habe meine ganzen Icons, ich habe meinen ganzen Verein verkauft für Cristiano Ronaldo. Vamos, grüß. Und ich freue mich auf das Video. Ist das krank oder ist das krank, Freunde? Messi ist ins Team of the Year gekommen, Ronaldo ist ins Team of the Year gekommen und das wird wahrscheinlich das letzte Jahr sein, wo diese beiden Karten eine Totti-Karte haben. Deswegen jetzt nochmal eskalieren hier für das letzte Totti-SBB mit Cristiano Ronaldo. Lasst versuchen, 10.000 Likes rauszuhauen. Jeder, der die Ära gefühlt hat, Messi gegen Ronaldo, Daumen hoch da lassen, kostenlos abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Boah, wir haben echt viele Coins für dieses Video für euch ausgegeben. Und ja, ich komme mit Kylian Mbappé, weil es haben nicht zwei Leute so viele Coins, bin ich ehrlich. Und er ist eh nicht so oft auf dem Markt, deswegen kleines Battle. Bro, weißt du, was mir aufgefallen ist? Erzähl. Heute ist so ein Video, du gehst so rein und denkst dir einfach nur so, okay, komm, ich hoffe, das ist schnell zu Ende, Digga. Heute wird es wirklich bremslich. Ich habe in den letzten Wochen Millionen Coins abgestoßen, deswegen halte ich die Tafel rein. Deine Spieler müssen weggehen, brauchst du Spieler bitte rein, links, rechts, Mittelfeld. Okay, links, rechts, Mittelfeld hast du aufgeschrieben. Ich komme heute in der 4-4-1-1-Formation, Freunde, das ist sogar meine Main-Formation, weil, wie Tabak schon gesagt hat, ich hoffe, es ist schnell vorbei und ich hoffe, ich gewinne heute. Keiner von uns will hier heute verlieren. Auf der linken Flügelposition fange ich erstmal auf Lock an, ist aber gar nicht so Lock, ich glaube, der ist immer noch sehr teuer. Ist eine Radioactive-Karte aus der Serie A mit Skilla Plus. Kvaratskhelia, Kvaradonna. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite, wenn wir schon das Totti-Event haben. Ich habe diese SBC abgeschlossen und auch die will ich nicht discarden. Es ist mein Kumpel George Best. Und ich sag euch, wie es ist, Freunde. Macht diese SBC. Ihr wisst selbst, ein Ruben Dias kostet fast 4 Millionen momentan. Van Dijk kostet 11 Millionen. Die Totti-Preise sind so krank. Und für 2 Millionen kriegt ihr hier eine verrückte, verrückte Karte. Glaubt mir. Der ist geisteskrank. Ich habe den auch schon getestet als Leihspieler. Ja, wir haben Musiala und Rashford. Darf ich schon behaupten. Ja, deswegen, Freunde, die SBC ist momentan ein Go-To. Vor allem, wenn man so Untrades und so hat. Da macht man nichts mit falsch. So, ich halt für dich rein, Tabak. Ich habe Stürmer und... Ne, was habe ich aufgeschrieben? LM, ja, Stürmer und LM. Okay, dann fange ich mit dem linken Mittelfeldspieler an. Und das ist kein geringerer. Als wir haben in diesem Team João Felix erstmal, Portugiese. Und der hat diese Winterkarte da oder Fire, keine Ahnung wie das heißt. Und im Sturm, my brother, haben wir, meine ich, den einzig wahren portugiesischen Bratkopf namens... Digga, wen habe ich im Sturm? Ich glaube, es ist Harry Kane. Den portugiesischen Bratkopf Harry Kane. Du bist so ein falscher Fuffi, ne? Du bist so ein falscher Fuffi. Ich habe Sadio... Den habe ich gezogen vorhin. Ehrlich? Ja, den Kane, ja. Ich habe den auch gezogen. Ich habe Sadio Mané und Benzema aufgeschrieben. Also ich bin mit der Saudi League gegangen. Wichtig und richtig, Cousin. So, Freunde, die ersten Spieler bleiben in unseren Teams. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt geht's ins Mittelfeld. Hier ist mein Controller. Und jetzt kommen meine Spieler. Bist du ready? Ich bin bereit. Und ich habe gute französische, bisschen Malacke, so flacke Spieler. Ich habe eben schon erzählt, die SBC-Karten lohnen sich momentan unnormal. Und deswegen habe ich eine weitere SBC-Karte drin. Aber umso bitterer, wenn ich hier heute verlieren sollte, denn dann wird es knallen. Bruno Fernandes ist es hier an der Stelle, auf der rechten ZM-Position. Auf der linken ZM-Position. Wir haben das Team of the Year Event. Ich möchte eine Totti-Karte spielen. Ist nur eine Totti-Nomini-Karte geworden, aber auch gut. Bernardo Silva. Und dann habe ich im MS noch eine Karte, die Kylian Mbappé ein bisschen Chemie geben muss. Und ich habe mich nicht für Kolo Muani entschieden. Der hätte nämlich einen Perfect Link. Das wäre direkt full. Ich habe mich nämlich für, wo ist er? Eine Hero-Karte entschieden, und zwar für Govu. Nein, Bro! Ich habe eine Hero-Karte als Mittelstürmer. Und du hast Govu. Und es ist Abedi Pelé. Was laberst du? Ich habe Abedi Pelé aufgeschrieben. Ich habe Thuram und Fabian Ruiz. Ich bin so ein... Oh no, Freunde. Oh no, das knallt rein. Mein Mittelfeld und mein Angriff steht. Und da bin ich sehr, sehr, sehr happy mit. Das wäre so witzig gewesen mit dem Video. Oh,
Digga, das Team sieht so geil aus, und ich habe eigentlich mit einem Bronzespieler gerechnet, bin ehrlich. So, erzähl, was hast du, Bro? Also, mein Bro. Ja. Erstmal gehen wir im Mittelfeld mit einem Franzose und das ist Camavinga, das ist Spieler Nummer 1 und nicht Nummer 2. Und Spieler Nummer 2 ist spanische Liga, Toni Kroos. Und rechts Mittelfeld geben wir einen Link zu Harry Kane aus der Bundesliga. Und das ist Chefkoch, nicht Gnabry, sondern sein Cousin Sané. Tabak. Hör auf. Es brennt in Köln. Hör auf. Es brennt in Köln. Es ist ein Waldbrand ausgebrochen in Köln. Ich kann das nicht, hör auf. Bro, ich hab natürlich gegen dich Modric aufgeschrieben. Wenn du einen La Liga-Spieler drin hast, dann muss ich Modric aufschreiben, weil er eine neue SBC bekommen hat, Team of the Year Nominee oder so. Ich schreibe ihn safe auf gegen dich, Chibab-Chichi-Kopf. Und dadurch hab ich Toni Kroos. Digga, ich bin so gebrochen. Und auf der rechten Seite steht Leroy Sané. Hör auf! Sané und Kroos, Sané und Kroos. Ganz kurz, an die Community. Ja. Der Modric kostet 1 Million Coins, gell? Und die Karte kannst du auf dem Transfermarkt kaufen auch. Gleiches Rating, alles gleich 280k. Der ist einfach so geistig. Nur weil die Karte ein Playstyle Plus mehr hat. Deswegen 700k mehr wert. Ja, okay. Wo bist du, Joker, am links oder rechts, Cousin? Ich will im Mittelfeld, also im ZM. Okay, mach mal und wir sehen uns gleich draußen. So, Freunde, nächste Runde, neues Glück. Ich will hier heute mit einem Full-Team antreten, Tabak. Das ist mein Ziel, okay? Okay. Ich werde es nicht ermöglichen, weil ich halt die Tafel rein und ich will jetzt was treffen, okay? Okay, komm! Links, Verteidiger. Heute ist SBC Day. Und ich habe die beste Linksverteidigerkarte im Spiel. Vielleicht jetzt nach Davis, weil Davis jetzt gekommen ist am Start und du hast es mir erzählt, dass ich ihn unbedingt machen soll. Es ist Kai Havertz. Ich schlage dich heute hoffentlich mit deiner eigenen Waffe. Den habe ich abgestoßen. Gib die Hand. Ich habe gesehen, du warst mies traurig, ne? Ja, war ich wirklich, ich schwör's dir. Weil den kriegst du halt nie wieder und der ist geil. Und auf der rechten Seite, Bro, heute nochmal eine Goldkarte hier, nachdem so viele teure Karten drin sind, Hakimi. Okay. Ich hab rechts Kyle Walker und Linksverteidigung habe ich Kai Havertz und da kommt ein Bronzetorwart hin, mein Freund. Cristiano Ronaldo wird laufen da, weißt du? Muss ich ihn heute wenigstens nicht discarden, muss ich positiv sehen. Eine SBC-Karte weniger, die auf dem Spiel steht. Yes. Torwart? Ja, bitte. Bronze-Torwart oder kann ich Gold-Torwart reinstellen? Nö, kannst du nicht. Bronze. Nehme ich gerne. Ich nehme, glaube ich, heute mal einen großen. Ich probiere mal mit einem großen aus. So, hier so einen großen Lulatsch. Der muss die Kopfballduelle gewinnen. So, ich halte für dich rein. Außenverteidiger. Links und rechts. Okay. Wir fangen mal links an. Links habe ich nämlich den guten alten. Es ist Cancelo, mein Freund. Und Rechtsverteidigung gehe ich mit meiner radioaktiven Karte. Und es ist Mazraoui vom FC Bayern München. Was laberst du? Bro, hör auf jetzt. Ich dachte schon, ich kann Mazraoui wegstreichen, weil ich habe ihn eigentlich für rechts aufgeschrieben, Bro. Ach so. Es tut mir leid, ich heb die Hand. Ich hatte links Davis und rechts Mazraoui, aber was auf der Tafel steht, steht auf der Tafel, ne? Ich glaube, das ist die Regel. Ich glaube, Mazraoui muss raus. Ja. Ja, der muss raus. Ja, belastend. Ich habe 3 Bronze, Bro. Sieht, lass die alle noch im Team. Sieht bronzig bei dir aus auf jeden Fall. Und jetzt kommt noch die Innenverteidigung und ein Torwart. Da habe ich nochmal eine Chance, was zu erraten. Das ist ja richtig krank. Ich sage ehrlich, bodenlos. Und ich glaube, du brauchst sogar noch eine Liga. Nee, du hast Saudi, La Liga und Bundesliga. Alles gut, brauchst keine Liga mehr. Nee, Mann. Ich brauch ein Medipack, aber. Medipack, gib ich dir. Und ich habe für Wakes. Ohne Spaß, Bro. Ich habe dich durchschaut. Jetzt nochmal was treffen, weil es steht 3-1 bei Bronze-Spielern. Ich muss jetzt dran an den Speck. Du hast wahrscheinlich Premier League aufgeschrieben, richtig? Ich habe 1 Premier League und 2 andere Liga. Wirklich jetzt? Ja. Ich habe Premier League-Spieler mitgenommen. Zum einen Harry Potter. Ah ne, Harry Maguire. Ich war gerade im falschen Film. Dann gehe ich in die Frauen-Premier League. Vielleicht hast du das auch damit gemeint. Und zwar mit Lea Williamson und im Tor die nächste Team of the Year-Karte. Erbs. Und so habe ich 33 Jimmy. Okay, ich habe Saliba, Theo Hernandez Innenverteidiger und Maignan. Ja, auch cool. Okay, du hast Kai Havertz getroffen. Mann, hätte ich da jemand anderes gespielt, ey. Das wäre so geil gekommen. Dann hätte ich jetzt ein Full-Team. So
auf der linken Seite ein Trümmerbruch. Egal, ich habe bei dir eh schon 3 Spieler gesniped und ich kann jetzt noch 3 Spieler snipen. Und du brauchst ja noch ein bisschen Chemie für Ronaldo. Ob du es jetzt mit Saudi-Liga gemacht hast oder mit Portugiesen, bin ich sehr gespannt. Also Bro, Innenverteidiger, Cristiano Ronaldo ist voll, ist Ruben Dias. Das kann in die Hose gehen, Digga. Ey, das wäre echt kacke, wenn ich heute so viel... Egal. Wir haben Kim Min-Jae und du merkst, ich habe noch keine Hero, noch keine Icon. Du Deck. Und deswegen kommt Yashin rein. Schade. Ja, ich habe Diego Costa, Ricardo Carvalho und sag es selbst. Keine Ahnung. Ruben Dias. Nein! Der erste Spieler, den ich gecallt habe, den hat's direkt. Direkt Bro, raus. Du hast einen guten Tag erwischt. Ey Bro, ich habe einen sehr guten Tag erwischt, aber jetzt muss ich auch performen. Ja. Jetzt muss ich auch performen, damit dein Ronaldo eine kurze Zeit in deinem Verein hatte. Und zwar kann er heute in der SBC vielleicht baden gehen. Das wäre es. 15 Millionen Discard habe ich schon mal gemacht. Bei Danny habe ich einen Ronaldinho gediscardet. Totti Icon war das, glaube ich. Und heute kann es der zweite Part werden. Mal schauen. Ich lade dich ein. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ey, ich habe sogar trotz Bronze Spiel. Ah, nee, ich wollte sagen, ich habe fast Fullcam. Da muss ein Torwart hin. Sorry. Sorry. Wir sehen uns im Game, Cowboy. So, Friends. Yashin. Bronze. Noch mehr Bronze. Und Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Sui. Auf geht's. Auf ein gutes Spiel. Möge der Bessere gewinnen. Der Schlechtere discarden. Ich bin gespannt, ey. Du hast Druck. Du hast Druck, Bro. Ich hab echt Druck. Aber du hast mich die letzten Male, glaube ich, immer hochgenommen. Deswegen heute muss ich performen. Du hast einfach Mbappé, Mann. Ja, und du hast Ronaldo auch nicht viel schlechter. Der kostet genauso viel, 15 Millionen. Beide kosten 15 Millionen, das ist das Krasse. Oh. Ich sag dir ehrlich, es ist nicht so ein geiles Gefühl, gerade das Spiel zu spielen. Weil erstens habe ich so viel Browser und zweitens, ich habe keinen Bock, heute abzustoßen. Das meine ich nicht ernst. Und dann habe ich auch noch den Browser-Torwart, Mann, der ist so schlecht. Bodenlos wird es. Ich glaube, das hier wird geil. R1-Dribbling mit Mbappé. Kvaratskhelia. Lol, was machst du? Er ist einfach am Tanzen hier. Oh, wenn er den reinmacht, ist Ende im Gelände. Dann kannst du direkt Ronaldo discarden. Hilfe. George aus dem Dschungel. Wilder geht es kaum. George aus dem Dschungel. Kylian Mbappé. Ja. Torwart. Das Krisch. Warum ist Krisch? Torwart. Nee, oder? Ja! Nee, oder? Nee, oder? Wakes 1! Tabak. Tone. Null. Bitte, danke. Ja. Nein. Geh. Ja. Geh! Ey, dein Yashin ist zu gut! Der hält alles. Cristiano fühlt sich an wie ein LKW. Geh. Bruder, was machen die? Nein. Okay, ganz kurz, was habe ich jetzt gemacht? Okay. Ich hab einfach die Türchen geöffnet. Bernardo Silva! Nee, es war Bruno Fernandes, nicht Bernardo Silva. Wichtiges Tor. Dass der reingeht, ist sehr, sehr wichtig für meine Moral. Und Tabak? Ja. Eins. Wakes. Eins. Tabak. Null. Danke. Und jetzt? Und deswegen habe ich gesagt, macht ihn. Und deswegen habe ich gesagt, macht ihn. Nein. Wakes auf. Mach ihn. Ja. Ganz. Danke. Okay. Nein. Okay. Ja, nein. Und jetzt. Wakes. 2. Tabak. 0. Danke. Bitte. Oh. Oh mein Gott, er macht ihn direkt. Wie schnell schießt der? Richtig! Und du bist so respektlos und gibst ihm die Nummer 8. 2. Wakes. 0. Bitte. Danke. Schade, dass ich kein E-Sportler bin. Der wäre einfach drin. Oh ja. Bruder, wie kann das sein? Harry Kane ist so abschlussstark, ne? Ja, aber du standest vor ihm, ich dachte, der geht nicht rein, weil der abgebrochen ist. Mann, ich lieg hinten. Leute, das ist so krank. Ey, ich kann keine Spieler anmelden. Es brennt. Jawohl, der wird auch nicht geblockt. Ist so am Brennen.
Der wird auch nicht geblockt. Ich dachte auch, der wird geblockt. 3-3. Wie viele Tore machen wir? Oh. Ey, ja, ich schwöre, der ist so gut. Scheiße. Ja. Hä? Ja. Hä? Ja. Digga. Aus dem Nichts, aus dem tiefsten Loch. Ich komm nicht mehr. Und grünes Timefinish geht nicht rein ins Kurzeck, weil Yashin zu gut ist. Digga, ich schwöre, das ist, glaube ich, die Connection. Geh. Oder der erste schlechteste Spiel der Welt. Geh. Weiter. Weiter höher. Tiefer. Ja. Und jetzt. Digga, ich war so dran. Du hast mich gefickt. Du hast mich so. Nein. Ich oh, 4-3, so ein wichtiges Tor. Nee, oder? Ey, Bro, diese Tore, die hier fallen auf beiden Seiten. Ich rede nicht nur über meine Gegentore, sondern über beide Tore ist das geisteskrass. Hier werden die ekligen Geschosse ausgepackt jetzt, weißt du? Mhm. Kusing. Digga, es geht keiner dran. Ey, dein Yashin, er hat dir so deinen Arsch gerettet, jetzt mal auf Ernst. Jawohl. Ich hab den, Bro. Jawohl! Nein, keine Ahnung. Ja! Den hast du gut gesehen. Oh, so lange gewartet, so lange auf ihn gewartet. Oh Gott, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich will in die Verlängerung, ist scheißegal, wir machen das Ding in der Verlängerung klar. Nein, Bro. Doch, ich will in die Verlängerung. Deine Bronze-Spieler müssen kaputt sein. Das ist so hart, Verlängerung ist zu viel, Mann. Da kassiert man dann mit 2-3 Toren. Ja, kann das, nicht. Das ist das Ziel jetzt. Ich mach das Ding jetzt nicht zu. Oh, no. Du hättest das Ding zumachen können. Es war die Chance. Jetzt hab ich dich. Oh, wenn der jetzt nochmal reingeht danach, ne? Nein, seid nicht Elfmeterschießen jetzt. Der muss drin sein. Nein, nein, nicht jetzt kassieren. Ey, Digga, oh, Digga, dieser scheiß so Kim. Er ist so krass. Ey, das ist so krank, Digga. Es geht ins Elfmeterschießen, Freunde. Einfach Elfmeterschießen, 5-5. Das ist echt hart, Bro. Bro, Verlierer muss vielleicht Mbappé oder Ronaldo abholen. 15 Millionen Coins. Oh, du hast sogar die richtige Ecke. Ich kann das nicht. Ich hab Druck. Come on, Chat. Come on, Chat. Über Standbein. Sehr guter Schuss. Mitte. Schieß doch in die Mitte. Komm, den habe ich jetzt, Wakes. Den habe ich jetzt. Mitte, Tabak. Mitte, Tabak. Nein! Ey, ich will nicht mein ganzes Team discarden. Nein! Komm, Gogo, nicht verlieren. Nicht verlieren. Vor allem mein... Nein, Harry Maguire knallt ihn rüber. Er knallt ihn doch rein. Muss nur einen halten. Ja! Nein! Und jetzt alles wieder offen. Jawohl. Wenn ich den halte, habe ich einfach gewonnen. Er lupft den Winkel. Du bist so frech. Du bist so frech. Bernardo Silva! Es ist so krass. Es ist so krass. Und du hast den letzten. Du hast den letzten, Bro. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Schritt hat mich so nervös gemacht. Yashin! Ja! Erbs größer als Yashin! Tabak muss am Ende ein Spieler discarden, Freunde. Mir egal, wenn ich einen Bronze-Spieler treffe. Hauptsache, ich habe mich verloren und meine Spieler bleiben schon mal safe da. Elfmeter knallen, ey. Ist das krank, GG. Bruder, was war das? Okay, Freunde, wir sind beim Discardos. Ich habe die 4 für 2 Wakes. Ich hatte wirklich lange nicht mehr so viel Angst. Ich weiß, wie es sich anfühlt, SBC-Spieler zu verlieren. Ich weiß, wie es sich anfühlt, 3 Millionen Coinspieler zu investieren, zu verlieren und auch mal 4 Millionen Coinspieler. Aber Bro, 15 Millionen, das, was wir jetzt gerade machen hier bei dem SBW, das ist jenseits von Gut und Böse. Das Gute ist, Bro, ich habe 4 Bronze-Spieler. Ich habe einen Cristiano. Der Rest wäre eigentlich wirklich nicht so schlimm. Außer du bist natürlich so ein Yashin, so ein Kim, Harry Kane ist noch was wert. Cancelo und so, aber ich habe 4 Bronze, konzentriere dich auf die. Versuch sie zu fokussieren und zu nehmen. Ich hoffe, du hast deinen Ronaldo gut versteckt, weil ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge hier gerade beim Discarden. Irgendwie will ich ihn treffen, aber irgendwie auch nicht. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man den Gegner so doll hochnimmt, dass sein Account gefühlt RIP ist. Ist eigentlich zu doll,
aber irgendwie... Mein Account wäre RIP, gell? Mein Account wäre wirklich... Oder 15 Millionen Coins, natürlich wäre der RIP. Bei mir doch genau dasselbe mit Mbappé. So, ein Spieler, 4-4-2-Formation. Ich gehe in den Angriff. Ich gehe, glaube ich, in den Angriff. Und ich gehe, glaube ich, darauf, dass du nicht umgestellt hast. Und ich hoffe, es ist der Call. Wenn das jetzt der Call ist und du nicht umgestellt hast, hast du die größten Eier der Welt und ich nehme deinen linken Stürmer. Ja, es ist nicht der Bronze, aber scheiß drauf. Du triffst Harry Kane, Mann. Harry Kane, Totti Nomini? Harry Kane, Totti Nomini. Oh, sag mir einfach, wo Ronaldo war. Sag mir, wo Ronaldo war. Bro, als ob ich... Also stell mal vor, ich hätte nicht umgestellt. Ich hätte wirklich, Freunde, wie Benji... Nee, Benji hatte nicht große Eier, sondern er hatte so einen Brüssel. Ich hätte wie Simao, hätte ich so dicke Eier. Bro, ich habe Ronaldo auf rechts Mittelfeld getan. Alter. Und der Rest war eigentlich egal. Rechts Mittelfeld nehme ich aber nie. Du hast... Du hast auf jeden Fall immerhin etwas getroffen quasi, nicht ein Bronze. Da war auch die hohe Wahrscheinlichkeit. Aber rechts Mittelfeld, Cristiano und... Ich brauche jetzt ein Medipack, Bro. Ich bin tot. Mach einfach schnell verkauft. Scheiß auf SBC, oder? Ja, Freunde, den können wir verkaufen. Harry Kane, ich hole ihn nie wieder zurück, das kann ich euch schwören. Ja. Und damit ist er weg. Schade, ja? Ich hätte es auch ein bisschen gefeiert, hätte ich Ronaldo getroffen. Ja. Wäre auch ein bisschen hart gewesen, aber so sind die Spielregeln, ne? Am Ende discardet man und vielleicht hättest du ja Ronaldo treffen können. Lasst gerne ein Like da, Freunde. Lasst ein kostenloses Abo da, wenn wir wieder so viele Coins aufs Spiel stellen sollen. CR7. Ja. Ja, Mann. Freunde, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, Freunde.